trust. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? What will you become? Und damit, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Conan Exile. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Und solange es meine Grafikkarte hergibt, können wir dieses Spielerlebnis zusammen genießen. Ich habe schon meine Probeaufnahme gemacht, musste dann aber den Fenstermodus wechseln. Yay! So, jetzt kennt ihr zumindest schon mal die Vorgeschichte so ein bisschen. Das ist so ein bisschen der Nachfolger von Ark, hat so dasselbe Spielerlebnis, kann man schon sagen. Nur ein Ticken besser mit einer anderen Story. Und was muss man hier machen? Man ist in einer Wüsten-Oasen-Tempelwelt mit verschiedenen Monstern. Ich will jetzt nicht sagen Monstern, ich sage Kreaturen, also es sind Kreaturen schon. Manche kennt man, wie zum Beispiel Alligatoren oder Hasen. Manche sind ja friedlich, logischerweise. Es gibt Gazellen und Einheimische gibt es auch. Ich habe gestern kurz in das Spiel reingeschaut. Ich musste natürlich die ganzen Funktionen erstmal testen und hab mir erstmal einen kleinen Eindruck verschafft und hab dann gesagt, gut, das kannst du machen und jetzt bin ich hier. Ich erstelle es mit euch zusammen, wenn das möglich ist. Ich glaube, es ist nicht möglich. Ich habe es gestern ausprobiert, dann war meine Welt weg. Ich habe nämlich schon ein bisschen angefangen. Bin am Anfang 5-mal verreckt. Weil ich natürlich nicht so wirklich wusste, was ist. Wenn das jetzt funktioniert, dann funktioniert's. Ich habe die Welt schon mal versucht zu starten. Das war wie gesagt in der Probeaufnahme. Da ist die Welt mir aber abgeschmiert, weil ich im Vollbildmodus auf 1080p aufgenommen habe. Jetzt nehme ich im Fenstermodus auf 720p. Ich hoffe, das regelt OBS jetzt auch einigermaßen ein. Es müsste eigentlich, oder? Das ist gut. Sehr gut. Ich habe die Maus mal ausgeschaltet, die Mauszeige, weil das sonst das Spielerlebnis so ein bisschen futsch macht. Fucinito. Online spielen habe ich nicht. Ich habe einen Einzelspieler und da kam dieses Fenster. Neu erstellen. Ich weiß nicht, wenn ich da drauf drücke, ob meine jetzige Welt verloren geht. Deswegen lasse ich das lieber mal. Gehe einfach auf Weiter und wir gucken mal, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, sehen wir uns dann gleich wieder. Aber wir warten erstmal, ob es funktioniert. Bin schon gespannt.
Da kann ich euch nämlich ein bisschen Spielmechanik zeigen. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Es steht, wie gesagt, oben recht Early Access. Early Access. Es ist ein Nachfolger von Ark. Ark Survival Evolved. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder manche das kennen. Ist ja übelst gehypt worden früher. Und jetzt, ja. Ja, also das ist nur normal. Das schaut auch normal aus. Es lädt. Das ist super. Jetzt funktioniert's. Okay, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt eine Spitzhacke in der Hand. Und damit kann ich zuhauen. Hier habe ich jetzt meine Axt. Damit kann ich zuhauen. Und hier habe ich noch verschiedene Sachen. Auf der 3 ist das Fundament. Auf der 4 ist jetzt so eine Wand hier. Also das ist ein Fundament hier. Das ist eine Wand. Dann gibt es eben noch diese Tür hier. Also der Türrahmen. Der ist auf Position 6. Position 8 die Tür. Position 7 die Decke. Und Position 5 ist mein hier Faserbett. Da kann ich mit E interagieren. Und zum Beispiel hier habe ich jetzt meinen Spawnpunkt aktualisiert. Was gibt es noch für Funktionen? Mit P kann ich in die First Person, ja, ich bin ein Mädchen, in die First Person Variante wechseln. Mit V, wenn ich einmal V drücke, kann ich hier, ohne was anderes jetzt gedrückt zu halten, mich umgucken. Wenn ich nochmal V drücke, bin ich dann wieder in der Position, wie ich dann laufe. Die Third Person Position hat mir eigentlich bisher immer besser gefallen, hat man einen besseren Überblick. Genau, dann gibt es das Inventar, öffnet man mit I. Und da gibt es ganz viele Sachen. Hier ist das Handwerk, da kann ich jetzt zum Beispiel hier auf die Axt drauf drücken und da wird mir angezeigt, was brauche ich da, 20 Stein und 5 Äste, da kann ich herstellen, einzeln, oder ich klicke hier drauf, da mache ich das gleich 5-mal. Dreimal steht ja, dreimal. So, das Coole ist aber, das werde ich euch gleich auch zeigen, man kann hier einfach auf die Axt drauf gehen. Und da steht Repair. Das kostet ein bisschen Stein oder Holz, je nachdem. Und dann geht es los. Man kann hier sich ausrüsten mit Rüstung. Bis jetzt habe ich jetzt nur die Handwickel, weil ich noch nichts anderes machen kann. Hier brauche ich 25 Pflanzenfasern. Das würde aber wahrscheinlich nicht die... Hier brauche ich 8 Pflanzenfasern, hier 18. Ich glaube, das ist dann nicht das Problem. Das kann man machen, weil Pflanzenfasern kriegt man ganz einfach, aber da kommen wir gleich dazu. So, hier oben ist unser Zustand, unser Leben, da haben wir gerade 212 Lebenspunkte, 100 Energie und 82 von 100 Trinken, also das ist unsere Trinkensanzeige, wann wir trinken müssen, und das ist meine Essensanzeige, wann wir essen müssen. Dann gibt es hier oben noch eine... Also hier steht jetzt individuell. Ich kann das jetzt hier sortieren, mein Inventar, nach ganz vielen Sachen, nach Namen, Typ, Gewicht, absteigend, aufsteigend, neueste zuerst, neueste zuletzt. Ich habe einfach individuell, so wie es kommt sozusagen. Dann kann ich hier noch sortieren, was jetzt mir angezeigt werden soll. Waffen weg, Rüstung weg, jetzt Materialien weg, Verbrauchsobjekte weg. Und Bauobjekte weg. So kann man ganz genau definieren, was kann man jetzt bauen, was kann man essen, was kann man benutzen. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Hier oben, das ist hier ist auch ein Amboss, das ist das Traggewicht aktuell von mir. 35% Last liegen sozusagen gerade auf mir. Hier oben steht mein Name. Hier kann ich irgendwas suchen, wie zum Beispiel hier, ich suche mal Stein. Stein, zack, wird mir alles, was mit Stein anfängt hier, Stein, dann die Steinspitzhacke und der Eisenstein angezeigt. Ist auch eine ganz schöne Hilfe, wenn man dein Inventar dann wahrscheinlich ausweitet. Was gibt es hier noch? Die Attribute, das war jetzt der Zustand mit den Ausrüstungsteilen, da gibt es noch Attribute. Da kann man hier noch verschiedene Sachen lernen. Ihr seht, ich habe schon mal 4, 5 Sachen hochgelevelt. Ich bin ja schon Stufe 5. Hier oben steht nochmal meine Belastung, meine Bewegungsmalus. Okay.
Und meine Erfahrung, die ich sammle und die Zahl sich gerade bewegt, steigt die Zahl oder sinkt die Zahl? Weil ich gerade nichts mache wahrscheinlich. Hier kann ich die Attribute zurück, die steigt. Und hier kann ich Rezepte lernen. Und wie ihr gerade auch schon hier gesehen habt, ist er auch ein bisschen mehr. Am Anfang hat man die Sachen bis zur Axt. Das hat man noch nicht, das hat man auch noch nicht. Und den Rest hier unten auch noch nicht. Das musste ich alles dazu lernen. Und da muss man Stück für Stück die Rezepte durchgehen. Mein letztes Rezept, was ich gelernt habe, war die Holzkiste. Und da habe ich, glaube ich, auch drauf zugearbeitet. Genau, da kann man hier oben nochmal die Rezepte suchen. Und hier gibt es ganz viele Rezepte. Kann er mal hier runter scrollen. Oder? Wenn ich den Balken erwische. Jetzt habe ich ihn erwischt. Hier unten gibt es dann ganz schöne Sachen, die man Leute dann auch versklaven kann. Man kann nämlich Sklaven herstellen oder keine Ahnung, wie das geht. Da bin ich noch nicht. Ich habe schon mal jemanden gesehen, der ist Level 36. Der kann natürlich schon ein bisschen mehr machen als ich. So, mit E interagiert man, das heißt, wenn ich die Tür aufmache und die Tür zumache, macht es das. So, das ist die Welt, meine lieben Freunde, und ich finde, die schaut schon richtig, richtig geil aus. Richtig geil. So, bevor ich euch jetzt hier irgendwas mal zeige. So, wie bekommt man diese Pflanzenfasern? Dazu geht man in so einen Busch, egal welcher, und drückt Interagieren. Und da steht Pflanzenfasern und Samen. Und, oder eine Handvoll Insekten kommen auch mal hinzu. Und irgendwann sind die Büsche dann nicht mehr da und die wachsen mit der Zeit nach. Dazu muss ich nicht unbedingt die Axt in der Hand haben. Hier sind Eier. Und der Server läuft weiter, wenn niemand drauf ist. Und hier war gerade das Nest weg. Die Eier, die habe ich gestern, wo ich hier mal ein bisschen das Spiel getestet habe. Übrigens, das sind die Eier von diesen Silberrücken. Das sind die Silberrücken. Heißen die so? Silberrücken? Warte mal, ich muss mal ganz kurz nochmal I drücken. I. Und hier habe ich ja gerade noch den Stein gesucht. Haben wir wieder raus. Schieferrücken, die greifen mich nicht an, das sind die Babys. Die sind auch übelst schnell down, aber die haben auch kein Fleisch. Wenn die Mutter hier irgendwo ist, die würde mich angreifen und das tut dann richtig weh. Ich habe gerade gesehen, das Nest hier war das Nest, ist abgebaut. Sozusagen haben sie sich zurückgezogen, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich finde es auch cool, dass man jetzt hier den Stein abbauen kann. Zack, und ich bekomme so 3-4 Steine. Wenn ich jetzt auf die Axt wechsle, bekomme ich trotzdem Stein, aber weniger. Ne? 1-2 Steine. Und da ist das ja hier 4-3 Steine. Und so einzelne Steine kann man auch, kann man mit E auch aufnehmen und auch Äste. Zack, den muss man zum Beispiel wieder klopfen. Zack. Und aus der Ego-Sicht würde das jetzt so ausschauen. Kann man auch spielen. Auf jeden Fall. Ist möglich. Ich habe am Anfang nur so gespielt. So. Das hat mir auch am Anfang besser gefallen. Und dann bin ich mal auf den Gegner gestoßen und wollte wissen, ob er genau hinter mir ist. Und da ist es natürlich auch ein bisschen besser, die Third Person an sich zu haben. Hier ist noch eine Axt. Ein Ast. So, jetzt muss ich essen. So, pass auf. Drücke ich mal I. Esse ich mal 3 Eier. Bin ich so circa 20% wieder mit Essen versorgt. Ich warte dann immer so ein bisschen, bis die Eier da wieder nachspawnen. Übrigens kann ich mit dem Mausrad, wenn ich da rausscrolle und wieder reinscrolle, wieder eine ganz genaue Position raussuchen, wie ich spielen möchte. Genau.
Das Nest ist noch leer. Die Steine möchte ich hier auch nicht wegnehmen. Ja. Die Steine möchte ich da nicht weglegen. Da hinten, da sind so Statuen. Da wollte ich eigentlich erst bauen, nur da waren mir zu viele Alligatoren. Beziehungsweise Wanderureinwohner. Die kann ich euch auch gleich mal zeigen. Natürlich gehen wir nicht direkt dahin zu den Ureinwohnern. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Warte mal, hier liegen zwei Steine. Zack. Ui. Ja. Jetzt. Jetzt. Das Item ist broken. Da drücke ich einfach mal die 1 und da ist es wieder Repair. Zack, 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 zack. Genau, hier ist noch ein Stein. Ne, ist es nicht. Hier ist aber ein Stein. Super. Die Steine, die Steine, die Spitzhacke und die Axt, die gehen sehr schnell kaputt. Und die Bäume, die wachsen auch nach. Das finde ich sehr schön. Obwohl ich vermisst habe, dass die Bäume hier nachwachsen, weil hier standen 6, 7 Bäume. Und nun gut. Ah, das ist nur ein Stein. Okay, ich habe gedacht, das wäre der große Schieferrücken. So, der Baum, der gibt mehr als nur Holz. Da hat er irgendwas anderes gegeben. Gestern hat er mir auch noch ein bisschen was anderes gegeben. Na gut, dann eben nicht. Und vor allen Dingen gestern hat er noch so schräg an den Baumrang rangeschlagen. Komisch. Das ist sehr komisch. Guck mal, ob meine Steine hier wieder respawned sind. Die sind auch nicht respawned. Hier waren nämlich ganz viele Steine im Gang. So. Wenn ich jetzt einfach mal so auf die 7 drücke, stellt es mir dann so ein Ding her. Es wird Nacht. Okay. Das ist neu. Ich hatte mich gestern, das ist auch cool, dass es jetzt Nacht wird. Interagieren, zerlegen, abbrechen. Alles klar. Wenn ich jetzt hier die 7 drücke, kann ich auswählen. Und kann jetzt zum Beispiel sagen, hier, zack, da soll das angebaut werden. Ich kann aber auch auf Inventar gehen, kann ja draufklicken, weil ich sehe, ich habe genug Stein und ich habe genug Holz. Und da kann ich jetzt einfach mal 7 herstellen. Aber ich gucke jetzt mal, wie viel ich brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kein Fehler machen. Ich brauche nämlich nur 4. Weil hier kommt eine Treppe hoch. Und die wollte ich von hier nach da bauen, also brauche ich 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Bis Stufe 6 ist noch ein bisschen, wenn ich hier auf Rezepte lernen gehe und die Treppe ist bei Stufe 7. Ja, das ist natürlich dann noch ein weiter Schritt hin. Das ist Stufe 5. Die Fackel. Die Fackel. Es wird jetzt Nacht, meine lieben Freunde. Und ich habe das Spiel noch nie bei Nacht gespielt. Ich bin gespannt. So, ich drücke jetzt erstmal hier 7. Mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Hier sind wir. Da muss es hin. Da. Da. Da hinten. Eudes fehlgeschlagen. Warum? Ah ja. Es ist übelst finster. Ich weiß nicht, ob ihr schon was seht. Da hinten ist Feuer. Oh, ich bin durstig. Da muss ich schnell was trinken. Ich möchte nicht verdursten. Da hinten ist auch ein Feuer. Da sieht man hier ein bisschen, wo Beleuchtung ist. So, trinken, trinken, trinken. Jetzt bin ich auch noch hungrig. Gehen wir noch schnell in unsere Base hier rein. Schnell. E. Die ist schon auf. Alles klar. E. Wo ist die Tür?
So, Inventar. Us. Us. Das wird eine harte Nacht. Weil ich sehe nix. Ich sehe nix. Wo ist unser Bett? Ich muss meinen Roller runterziehen. Ich sehe einfach nix. Ich sehe einfach nix. Ihr seht wahrscheinlich genauso viel wie ich. Ah, jetzt sehe ich ein bisschen was. Alles klar. Fahr zu Bett. Kann ich irgendwie die Nacht überspringen? Leider nicht. Also wenn es mal Nacht wird. Okay. Ja, ich habe natürlich jetzt die Grafik, die ist immer noch auf Ultra. Ich kann euch das mal zeigen. Entschuldigung. Gameplay. Video. Ja, Fenstermodus 27p habe ich das gestellt. Maximale FPS 30 habe ich mal umgestellt. Und Grafikqualität Auto. Und alles auf Ultra. Ich möchte nicht ausprobieren, was da passiert. Auto ist schon relativ gut. Gameplay Deutsch, logischerweise. Namensschilder anzeigen. Alles klar. Ausweichen mit Umschalten. Aha. Ja, Steuerung. Wie gesagt, ganz normalen Belegungen. Und hier könnt ihr mal durchschauen, was die Einstellungen sind. Nun kann ich noch Befehle eingeben, aber keine Ahnung warum. Ich kann einen Freund einladen und weil ich ja Local Host bin, logischerweise. Und es ist Nacht. Und ich habe das Rezept zum Fackelbauen nicht. Sozusagen, wenn ich jetzt mal I drücke, wenn ich jetzt mal auf Attribute gehe und Rezepte lernen, kann ich doch hier alles zurücksetzen. Das war jetzt sehr schlau von mir. Das kann ich freischalten. Kann ich die Fackel freischalten? Das macht Sinn. Ey. Oh. Nicht Lautstärke, niedrige Lautstärke bleiben. Das macht Sinn. Ich kann immer noch Rezepte lernen. Ja, ich lasse das jetzt erstmal so. Kann ich eine Fackel herstellen? Was brauche ich dafür? Ast und Kohle. Kohle. Okay, Rezepte lernen. Kohle. Was ist das? Ein Rohling. Steinhammer. Bogenschütze. Steinmetz. Erfahrener Überlebenskünstler. Okay, das bringt auch erstmal Licht für den Anfang. Was brauche ich dazu? 50 Äste und 30 Stein. Stein ist kein Problem. Wie viele Äste haben wir? 30. Ich brauche 50. Okay, also jetzt können wir wieder einigermaßen was sehen. Ne? Ach so, weil es wieder Tag wird. Alles klar. Kurze Nacht. Die Sonne ist da, die geht da auf. Wir suchen jetzt mal Äste, meine lieben Freunde. Gucken erstmal, ob unsere Eier wieder da sind. Ja, die sind da. Unsere Eier sind da. Also Sprint kam übrigens hier mit. Ich habe ja gerade einen Ast gesehen. Wir müssen alles mitnehmen, was wir finden können. Das ist unsere Nahrungsquelle, diese Eier. Hier liegen übelst viel Äste rum. Hier sind wieder drei Eier. Hier sind wieder drei Eier. Hier sind Steine, aber Steine interessieren mich eigentlich gerade nicht. Ich brauche Äste. Hier lagen gerade
Das ist ein großer, 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 großer Schieferrücken. Hat mich nicht gesehen. Nicht, oder? Hat mich nicht gesehen, alles klar. Puh, da ging mir kurz der Puls. Da ging mir kurz der Puls. Wie viel haben wir denn jetzt? 38. Ich brauche 50, habe ich gesagt, ne? 50, da gehen wir mal hier unten lang. Hier wollte ich eigentlich nur noch ein Dach drauf ziehen und fertig. Aber die Funktion, die ich gerade ausgetestet habe, finde ich super. Weil sonst wäre ich ja jetzt verloren gewesen, ne? Was ist das? Einfach nur Steine. So, hier hinten, hier ist das NPC-Dorf. Da. Da habe ich ja gerade gesehen, da drüben ist auch eins. Dort bauen sich die ganzen kleinen NPC-Clans auf. Aber ich weiß nicht, wenn ich hier Licht mache, ob die mir dann auf den Sack gehen, eventuell. Für eine Fackel braucht man Kohle und ich glaube mit diesen, was wir hier bauen können, damit, für das Lagerfeuer, da können wir Kohle herstellen. Das glaube ich jetzt einfach mal, ich hoffe es einfach. Ich stelle jetzt dieses Lagerfeuer her, dieses Lagerfeuer wahrscheinlich zu benutzen. Achso, ist nur ein Blatt. Wo ist denn der riesen Schieferrücken da oben? 39. Ist der weg? Ne, da ist er. 40. Hier noch, auch noch irgendwo ein Ast. Es sind übelst viele Maden gestern rumgelaufen, oder was das sind? Megamaden. Aber diese Megamaden. Hat er mich jetzt gesehen? Alter, ich muss mal wieder was essen. Ich stelle mich einfach mal hier hinten hin. Und tun wir was essen. 6 Eier. Lassen wir mal 2 über. Auch Stöcke. Also wenn ich hier die Taste drücke, Backspace ist die Taste normalerweise, aber ich habe sie umgelegt auf Y, weil das sonst nicht spielbar ist, weil Backspace müsste ich ja jetzt ja Alt-Shift hier alles drücken, bis ich da hinkomme zu dieser Taste, beziehungsweise zu der Tastenfunktion. Hier ist noch ein Ast. Wir brauchen nur 7. Hier noch irgendwas? Ne, 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 ne. Hier ist nichts. Hier oben. Ich tue mal so einen Baum fällen. Da ist ein Gollum. Mit dem möchte ich mich jetzt eigentlich ja nicht anlegen. Weil ich sehe, hier tut das der Sand so ein bisschen. Das kommt mir nicht so. Jetzt hat er mich gesehen. Zack. Da hat er nix. Da hat nix. Hier ist ein Stöcke. 45. 46. Von hinten komme ich eigentlich. 47, 48. 49. Hm? Wo? Ach da. Komm. Zack. 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 Dreimal Tierhaut. Sonst hat er nix. Alles klar.
Kann ich dir irgendwie mitnehmen, die Dinger? Ich habe gesehen, mit irgendeinem Werkzeug kann man die auch hier Fleisch draußen machen, was man dann essen kann. Wie werbe ich denn jetzt überhaupt? 52, alles klar. Ich gehe jetzt mal hinten rein. Und gucken mal, ob ich das bauen kann. Vor allem die Fackel habe ich doch schon hier oben. Alles klar. Einherstellen. Dazu brauche ich jetzt Kohle. Da sind hier 50 weg, da stehen noch eine 2 da und das Teil. So, tue ich mal hier hin machen. Gewicht 100. Alles klar. 3. So groß ist es gar nicht. Vielleicht stelle ich das wirklich erstmal hier rein. Und stell das mal. Hier ist Gras, das sieht blöd aus. 3 dahin. Lagerfeuer offen. Ich das jetzt mit E benutze. Brennstoff. Hier kann ich jetzt Brennstoff reinwerfen, wie zum Beispiel ein Holz. Verfügbarer Brennstoff, Brenndauer. Okay. Kommt da dann Kohle raus oder wie? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe ja gerade was gelesen. Erstes Holz. Mixer. Auf Anstellen. Was ist das? Was ist das? Und dann kriege ich Kohle oder was? Kohle, Kohle. Stein. Stein. Ja, guck mal, ich kann doch hier. Ich kann das ja splitten. Kann man das nicht splitten? GIF. Nee, 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 nee. Weg hier ist wieder rüber. Was ist das? Rinde. Rinde. Nicht machen. Nicht, dass wir hier Mist machen. Guck mal, ein Ei ist. Guck mal, das Ei, das müssen wir hier essen. So. Wenn ja, genau. Das Ei muss man usen, weil irgendwann tut das hier verfaulen. So, eh. Ich verstehe langsam die Problematik. So, jetzt tun wir mal I drücken ganz normal und tun wir den hier nehmen und tun wir mal splitten. Ne? Nehmen wir jetzt mal 7 und den auch. Split, split, split. 6. Tun wir den hier nochmal splitten. Zack. Haben wir hier 7 und die können wir dann wieder oben drauf packen. Können wir ja aus Minecraft. So, und die 7, die tun wir jetzt mal hier rein. E. Zack und zack. Oder so. Es sieht aber nicht aus wie ein Stein. Aber schalt den einfach mal ein. Was da jetzt passiert. Wir lassen das jetzt einfach mal. Anscheinend bringt es ja Licht ins Dunkle hier. Ja. Anscheinend bringt es Licht ins Dunkle, aber es ist wieder nur der Sortiermechanismus. Der Stein macht hier gerade gar nichts. Was ist das für ein Material? Finden wir das irgendwo hier? Aufsteigen, Zept lernen. Findet man das irgendwo hier? So weit unten glaube ich nicht.
hier finden muss, nicht. Schließen. Okay, der ist ja gleich aus. Der Stein ist immer noch drinnen. Ich guck da mal nach. Weil irgendwie müssen wir ja Fackeln bauen, sonst wird das ja nie hell hier drin. Ja, wird nie hell. Ich tue erstmal kurz zwischenspeichern hier. Und geh mal wieder raus und guck mal nach meinen Eiern. Ist ein Made? Ist das eine Made? Ne, ist ein Blatt. Und ist keine Maden mehr? Haben die das rausgepatcht? Schade. Hier liefen gestern so viele Maden rum. Vor allem mit den Samen. Ja. Samen? Muss ich auch nochmal nachgucken, wie man die anbaut. Ich habe nämlich bei einigen schon gesehen, wo ist denn der große Schieferrücken hier? Nicht in der Nähe, so wie es scheint. Da muss man nämlich sofort essen, ja, die Dinger. Sofort essen. Guck mal, jetzt waren die Bäume langsam nach, oder? Steht ja hier schon immer. Fällen wir mal einen Baum. Und den noch. Item broken. Ist nicht mehr. Sagen wir wieder ein bisschen Holz. Und trinken aber nicht ganz voll. Gehen wir mal ganz kurz ins Wasser. Hier kann man schwimmen, wie ihr seht. Und hier unten sind auch Dinger. Aber ich will jetzt hier keine Alligatoren aufmischen. So, und da stehen wir da auf. Da oben ist ein Silberrücken. Ich verkriech mich mal, jetzt kann man springen. Ich verkriech mich mal in meinen Bunker, ja? Und tu mal zwischenspeichern und sage von hier aus, meine lieben Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Mir gefällt dieses Spiel wirklich sehr. Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr es fandet. Und wenn es weitergehen soll mit diesem Projekt, dann schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. Und ja, meine lieben Freunde, wenn dann, bis zur nächsten Folge. Lasst einen Daumen da, wenn ihr das Projekt unbedingt weiterverfolgen wollt und hier weiter auf diesem Kanal sehen wollt, weil es ist ja relativ neu, ne? Sowas gibt es hier nicht so oft bei uns. Schon damals bei Transport Fever war das so eine kleine Errungenschaft von mir, das Vorrelease spielen zu dürfen. Ja, meine lieben Freunde, dann bis zum nächsten Mal oder bei einem anderen Projekt mit eurem Cedric Elsus. Ciao, ciao.